Du sitzt hier im Wartezimmer und wartest. Warum du warten sollst, weißt du nicht. Du weißt nur, dass du hierhin gebeten wurdest, wegen irgendeines Termins. Aber was für ein Termin? Das wurde dir ja nicht gesagt. Hab ich recht. Du wartest und wartest, und es kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Aber du stehst nicht auf und gehst, weil dir nichts anderes übrig bleibt, als zu warten. Ich glaube, Neugierde ist die schlimmste Sünde der Menschen. Genau, Neugierde. Neugierde ist das, was dich verleitet, hier zu warten, in diesem kalten, leeren Wartezimmer. Aber schlagartig wird dir klar, dass du der Einzige hier bist und du der Einzige bist, der hier sein wird. Vor allem, dass das Wartezimmer ziemlich eng, leer und düster ist. Aber vor allem, dass es nur einen Stuhl gibt, auf dem du sitzt. Es gibt keine anderen Stühle in diesem Wartezimmer. Aber du gehst nicht. Du wartest. Du wartest und wirst auch auf ewig warten. Dir schweben tausende Gedanken in den Kopf. Panik breitet sich in deinen Gedanken aus. Was wird mit mir passieren? Was wird mit mir sein? Werde ich sterben? Werde ich ausgenommen, ausgebeutet oder Schlimmeres? Schlagartig wird dir klar, du musst weg. Du musst weg von diesem Ort. Was tust du? Du stehst nicht auf. Du wartest. Und jetzt hörst du Schritte. Schritte? Ja. Meine Schritte. Ich komme. Ich komme und suche nach dir. Weil mit einer Sache wurdest du nicht belogen. Und zwar, als man dir sagte, dass ich dich nicht direkt finden würde. Weil es gibt mehrere dieser Wartezimmer. Mit anderen, die genauso neugierig sind wie du. Du hast Angst. Zu Recht. Denn wenn ich dich gefunden habe, würde ich dich zu den anderen führen, die vor dir in diesem Wartezimmer waren. Aber keine Sorge. Zu dir kommen noch weitere. Oh. Du fragst dich bestimmt, von wem diese Schritte kommen. Tja, ich bin ein entlaufener Serienmörder. Das hättest du jetzt wohl nicht gedacht. Und wenn doch, warum bist du dann immer noch hier? Ich weiß warum. Die Neugierde ist die schlimmste Sünde der Menschen. Sweet dreams are made of screams. Go to sleep.